Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Im letzten Part hat man ja hier diesen Froschkönig aktiviert, dass er uns den Gang hier freispuckt, um weiterkommen zu dürfen. Gucken wir erstmal, wo es denn hier lang geht. Ach so, wir sind ja jetzt wieder hier. Na gut, aber es muss ja jetzt irgendwo anders lang gehen. Ich denke mal hier lang, da dies verschlossen schien oder so. Ja, wir gucken einfach mal. Da erwartet uns wohl eine Flasche, deswegen schlagen wir das mal auf und gucken hier hinein. Gucken nach oben. Hier muss irgendwo was auf uns warten. Oder kann ich das hier noch, Moment, Waffe wechseln? Kann ich das hier noch zerschießen? Nö, kann ich nicht. Egal. Ah, also deswegen mal hier hoch. Ach so, da kann ich einfach so drunter durch per Schlüsselloch. Und dank des Schrumpfsinnes. Deswegen muss ich mal das Mikrofon weiter in meine Richtung drehen. Und ich habe was geschafft, und zwar endlich mal die Stoppuhr mit der Aufnahme zu beginnen. Das hat doch schon mal was. Okay, dann sammeln wir mal die Flasche auf und lichten mal diese Schönheit hier ab. So, Moment. Zack. Also welche Schönheit? Beide Schönheiten. Na gut, Aufnahme läuft noch weiter. Sehr schön. Und dann können wir auch weiter voranschreiten. So, kurz vor Weihnachten. Moment, wir haben am 17. In einer Woche ist Weihnachten, oh Gott. Also wenn das Video oben ist, weiß ich nicht, ob Weihnachten schon vorbei ist. Nee, ich glaube, ich müsste es hochladen in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag. Das könnte sein. Dann seht ihr das noch vor meiner Weihnachtspause sozusagen, die nicht lange andauern wird. 6-7 Tage, also eine Woche. Aber immerhin ein paar Tage, weil ich dann halt auch nicht da bin. Na gut, das aber gesondert in einem Video, was noch kommt. Ach so, das waren jetzt die schon wieder. Na komm. Nums, falsche Richtung. Aua. Dich schaffe ich schon noch in eine Ecke zu drängen. Das hat mich jetzt noch getroffen. Kann mir das mal bitte jemand sagen? Na so, jetzt haben wir doch die Verteidigung durchbrochen einigermaßen. Alice, wo hast du jetzt hingezielt? So, jetzt warten wir erstmal ganz gemächlich. Laufen durch diese Schirmpartikel-Effekte durch, damit das noch mehr ruckelt. Ja, Gegner sind nichts Neues mehr, deswegen auch keine spektakuläre Musik. Aber anstatt aufzusteigen, geht es jetzt schon wieder hinab. Na gut, dann also mal abwärts und sammeln noch diese Rose ein, weil wir ja zwei mindestens verloren haben. Nein, mehr. Das hier eingesammelt, okay, da müssen wir sogar lang. Das sieht ja sehr fies grinsend aus. Naja, warten wir mal ab. Hier gibt es also nichts weiter, deswegen müssen wir wohl den Boden einstampfen. So in etwa. Dank Hotte Hü ist das ja auch kein Problem. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Ja, so in etwa kann man das auch sagen. Alles klar. Dann müssen wir mal hier weiter erkunden. Gibt es hier etwas? Ach so, das geht immer raus und rein. Aha. Ach so, ich habe verstanden. Und jetzt muss ich wahrscheinlich hier rauf. Ah, ja, gar nicht mal so schwer, wenn man es denn mal durchschaut hat. Dort wartet irgendwas Grimmiges auf uns, okay. Jetzt hätte ich fast nochmal okay gesagt. Und irgendwie ist das Sprechen gerade so unangenehm, weil der eine Weisheitszahn gegen das, also hier diesen Knochen da im Mund drückt. So ganz weit hinten links, müsst ihr euch das vorstellen. Also ich habe oben diesen Weisheitszahn, der an sich nicht schmerzt, aber er schmerzt gerade am Knochen. Oder an diesem Fleisch, was da dran ist. Naja, ist ja auch egal. Das macht nur das Sprechen gerade ein bisschen komisch. Aber das soll ja auch nicht euer Problem sein. Ist nur eine kleine wehleidige Anekdote aus meinem Real Life. Darüber komme ich doch noch, oder? Ja, natürlich. Und ich muss sagen, per Gamepad macht das Ganze schon Spaß. Das lässt sich sehr angenehm steuern, da gibt es meistens keine Probleme mit. Naja, manchmal schon, aber Ausnahmen widerlegen ja bekanntlicherweise die Regel.
Und bestätigen sie nicht. Oh, eine Schnauze. Dich habe ich gesehen. Oh, was ist jetzt los? Ah, wenn es weiter nichts ist. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Ja, natürlich, wenn es weiter nichts ist. Eieiei, ausweichen. Erstmal hier Unrat beseitigen. So, wir müssen das Ziel wechseln. Target Switch machen. Oh, gut reagiert, ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise habe ich mal reagiert. Das ist ja sonst selten. Erstmal weg hier. Moment. Target-Modus. Achso, so ging es ja ganz einfach. Das passiert, wenn man sich treffen lässt. So, erstmal weg. Ja, ich sagte, diese Pfeffermühle, die taugt irgendwie nicht so viel, wie ich gerne hätte. Außer zum Target-Modus. Okay. Das ist schon relativ gemein, was man hier aufgebrummt bekommt. Noms. 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 Okay. Schon mal ein paar Gegner weg. Noms. Irgendwann, da ihr so viele seid, ist das halt vorteilhaft. Da kann man nämlich die wunderbar zusammenziehen. In einer gewissen Art und Weise. So, jetzt sammle ich das hier erstmal ein. So. Dadurch kann ich nämlich indirekte Treffer verteilen. Noms. Ja, ich sag gerne Noms. Ich weiß, der Emero hat es auch gerne gesagt, aber es war ja auch immer cool. Oder ist ja auch immer cool. Macht er ja immer noch. Er hat ja nicht aufgehört. So. Noms. Achso. Jetzt erstmal nachladen. Eieieiei. Oh, das war knapp. Das war holla die Waldfee knapp. Erstmal hier weg. So. Nein, den anderen da ins Target nehmen. Ja, lieber ein bisschen langsam, aber beständig. Da klappt es dann auch mit der Nachbarin oder so. So, jetzt bist du dran. Abwarten. Ja, sehr schön, komm. Und die Verteidigung durchbrochen. So muss das sein, genau. Und drauf. Das war's auch schon. Naja, so schwierig war es dann doch nicht. Also, gab zwar ein hohes Gegneraufkommen, aber... Ja, man wird von Zeit zu Zeit immer besser. Was ja das auch eindeutig beweist. Achso, okay, dann pfeffern wir dich mal zu. Moment. Ich guck lieber erstmal. So, jetzt sollten wir dich treffen können. Ja, diese Bewegung, die sollte auch nichts ausmachen, da wir hier einfach in die Mitte zielen. Und dann geht das auch. Und zack, erscheinen Mahjong-Steine oder wie die heißen. Ich hätte zuerst Domino-Steine gesagt, aber das ist ja Quatsch. Obwohl ich das Spiel Mahjong bisher nie kapiert habe. Also, ich habe mich auch nie damit befasst. Und wenn es andere auf dem Computer damals gespielt hatten, habe ich es trotzdem nicht verstanden. Achso, das kann man nicht mal beseitigen. Das fügt einem einfach so Schaden zu. Na gut, dann soll es das tun, wenn es dazu prädestiniert ist und Langeweile hat. Oder sonstiges. Da haben wir auch nochmal solche Schönheit. Solch Heudemalt als Schönheit. Also ein bisschen noch ins Licht rücken und dann sieht das doch gut aus. Und da haben wir eine Erinnerung. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Okay. Heißt das jetzt, dass sie hier getötet wurde, um in solch ja, Position zu verharren. Naja, ich meine, bei Menschen kann man ja zumindest zeitweilig in einer gewissen Bewegung verharren, solange man es denn aushält. Und solange man so ruhig stehen, sitzen, liegen bleiben kann. Naja, aber gleich töten? Aber in diesen Aussagen ist irgendwo ein Quäntchen Wahrheit, muss man dazu sagen. Körperwelten, naja gut. Das ist wieder was anderes. Oh. Ein neuer Abschnitt ruft. Eine nächste 2D-Passage, genau. Eine nächste 2D-Passage. Na gut, dann gehen wir einfach mal hinein, sage ich. Sieht schon mal ganz witzig aus, aber auch gefährlich. Ich habe da schon ein paar Stacheln gesehen. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde.
Ups, naja, das kann mal passieren, ne? Also kaputt und so. Also, ja, passiert. Kann ja mal vorkommen. Also, dass es manchmal mit diesem Schrumpfsinn klemmt, das ist manchmal auch eine ganz komische Sache. Aber na gut, sei es drum. Passiert. So einfach geht das. Rums, da sind die Stacheln erstmal weg. Zumindest die meisten, obwohl ich immer noch dazu die Kunst besitze, irgendwie doch in die Stacheln zu fliegen. Also die, die noch da übrig sind. Hier kann es erstmal nichts passieren. Dann hier wieder auf den Kappes. Sehr schön. Was ist das eigentlich von roter Dunst? Ja, keine Ahnung. Kappesdunst oder so. Da kommt Alice. Und hier springt sie irgendwie relativ seltsam, habe ich das Gefühl. Aber das kann ja nur fehlgeleitete Einbildung sein. Wie soll ich denn dorthin kommen? Ups, so schon mal nicht. Aber ich habe den Zahn. Ich konnte ihm auf den Zahn fühlen. So, und was haben wir jetzt hier? Ah, okay. Konnte ich einsammeln. Sehr schön. Da habe ich jetzt hier wohl eine Ehrenrunde gedreht. Ja, habe ich. Aber nicht weiter schlimm. Gehen wir einfach hier wieder hoch. Genau. Naja, die Zähnchen waren es mir doch wert. Und wo geht es jetzt weiter? Ach so. Ich ziehe mal da unten. Also, wahrscheinlich muss ich das gar nicht mehr ziehen, aber ist ja auch egal. Ich will hier trotzdem mal ranziehen. Da kommt hier wahrscheinlich so ein Kappes. Ach nö. Oder sowas. Zunächst aber nochmal nach links geschaut. Ach so, ich hätte es mir ja auch einfach machen können. Naja, gut. Warum auch immer alles so machen, wie es das Spiel vorsieht? Man kann ja auch mal was anderes machen. Ja. Decke feindlich. Decke nicht gut. Oder so. Ja. Ach so. Schön. Sehr schön. Die Stacheln, die haben sich jetzt in den... Also im felsigen Boden vergraben. Ah, okay. Ein bisschen Plattforming. Oder halt geschicktes Bewegen auf der Plattform. Na, mal gucken, ob mir das Glück hold ist. Dann bleibt man erstmal im Schrumpfsinn. So, genau. Und dann war es das hierfür. Sehr schön. Gut, dass ich das vorausahnen konnte, dass ich hier doch in diesen Schrumpfsinn rein muss. Hüpf, die Hopf und hoch mit dir. Ach so, okay. So, dann gucken wir erstmal nach links. Da haben wir nämlich wieder ein Früchtchen. Das wollen wir auch mal gerne aufheben. Und rüber mit mir. So, ist es fein. Okay, dann denke ich mal, geht's in der Senkrechten weiter. Oieiei. Okay, man merkt, die Schwierigkeit steigt an. Zum Glück nicht exponentiell, aber halt linear. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Außer an manchen Stellen. Ach so, okay. Das soll es mir jetzt erleichtern, hier irgendwie weiterzukommen. Denke ich mal. Gut, hier kann ich mich drauf abstellen. Hier heißt es erstmal geduldig sein. Dann dauert es auch nicht mehr lang. Oh, nee, Moment. Was sind das hier? Ach so, hier kann ich runter, alles klar. Ja, dann ist ja nicht weiter schlimm. Kann ich hier nach oben? Ja, na wunderbar. Na, komm, das kriegt man noch hin. Nein. Am Zenit abspringen und dann schaffen wir es auch, diesen Zahn hier einzusammeln. Genauso soll es sein. Also ist es auch wunderfein. Gut, da kommen wir ja hier schon mal ganz gut voran. Und wie gesagt, mir gefällt dieser Stil, wenn dabei auch noch was erzählt wird. Erinnert mich das, wie gesagt, sehr an Contrast. Ein sehr kurzes Spiel, aber ein meiner Meinung nach sehr gelungenes. Okay, das war jetzt etwas ungeschickt von mir. Aber gut, das kann ja auch mal vorkommen. Okay, Alice hing gerade fest. Aber kann ja auch mal passieren. Achso, man kann das Ganze auch ein bisschen beschleunigen.
Aber man kann sich natürlich auch davon treffen lassen. Also ich hatte jetzt die Wahl und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Hä, hey, was ist das denn jetzt hier? Haben die hier was geändert? Alice war viel allein. Ach so, hier kann ich das irgendwie nochmal aufrufen oder ich habe das Menü nun dann nicht entdeckt, oder? Ach so, ich kann hier nicht Waffen aufwerten, alles klar. So, jetzt muss ich aufpassen. Hüpf, dann hier lang. Das war jetzt fies. Vielleicht hilft dir auch der Schrumpfsinn. Naja, wir gucken mal. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf, Alice, hüpf. Ja, das war jetzt Millimeterarbeit, alles klar. Das kann ich verstehen. So, also, komm. Wie war das mit dem exponentiell ansteigenden Schwierigkeitsgrad, den ich als linear betitelt hatte? Naja, wir tasten uns voran, von Zahn zu Zahn. Auch nicht schlecht. Naja, sei es drum. Hüpf. Ach nee. Hüpf. 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 Und hüpf. Und... Nee, höher geht's bestimmt nicht. Nee, nach links kann ich jetzt einfach mal nicht. Das postuliere ich jetzt einfach mal. Ach so, das war's doch schon. Oh, dieses Maul, das sieht irgendwie schon bedrohlich aus, aber sei es drum. Jetzt sind wir sozusagen vom Bilderrahmen linksseits zum Bilderrahmen rechtsseits gelaufen. Und hier sind wir jetzt lang. Ja, zumindest einen großen Teil davon. Also gucken wir doch mal ins neue Gebiet hinein. Wir haben ja noch ordentlich Zeit. Oh. Also malerisch sieht das sehr toll aus, muss ich gestehen. Entwickler, da habt ihr gute Arbeit geleistet. Da gebe ich euch einen Pluspunkt. Und oh, das sieht gerade... Huiuiui, sieht das genial aus. Das sieht wirklich super aus, dieses malerische... Also hier kommt es wirklich noch besser zur Geltung. Obwohl, das sieht echt aus, als hätten sie hier einen anderen Grafikstil verwendet. Es sieht natürlich auch bedrohlich aus. Hier wird bestimmt ein schwieriger Gegner noch auf uns zukommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Okay. Ganz gemein wäre es, wenn ich jetzt sage, so, wir gucken im nächsten Part, was passiert, aber wir haben doch viel zu viel Zeit dafür. Obwohl, warte mal. Alice, komm noch mal ganz kurz zurück. So ist's fein. So, einen nächsten Screenshot gemacht, damit ich die Auswahl habe, was ich wofür nehme. Was macht sie eigentlich, wenn ich den linken Stick hier reindrücke? Nichts. Naja. Wieso frage ich das eigentlich? Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Na gut, interessant. Als hätten wir es nicht schon vorher gewusst, aber abgesehen von diesem Clipping-Fehler, der da oben manchmal auftaucht, jetzt zum Beispiel, sieht dieses Spinnennetz sehr, sehr gut aus. Also... Das in 4K-Auflösung
Ja, da könnte man denken, das sei so richtig. Es wäre eigentlich... Oh. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Metaphorisch sehr, sehr schön gemacht. Und auch bildlich. Also, Zeit verändert alle. Das ist von diesem Kokon in den Schmetterling übergehen, das... Wow. Sehr, sehr schön übertragen. Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult. Irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn, musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konnt sie doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Alles klar. Also, von außen denken sie halt, dass Alice verrückt ist. Naja, bei diesen Umständen... Wer würde es denn nicht denken? Zu verüben wäre es wohl niemandem. Aber, naja. Oh, was haben wir denn hier? Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der rauen Straße vor. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja, das mit Obdachlosen ist dann schon so eine Sache, dass die halt irgendwo sich einen Unterschlupf suchen, der natürlich besser ist als jede Straße. Ja, das können auch mal Sparkassenräume sein, also da, wo die Geldautomaten stehen. Oder sonst sowas. Ich meine, man kann es ihnen ja irgendwie nicht verüben, wenn sie der Kälte entkommen wollen, auf eine gewisse Art und Weise. Gut, wodurch sie in diese Situation geraten sind, ist natürlich auch mehr, ja, ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht. Oh, Moment. Ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Ich muss erstmal das Play and Charge Bundle hier raussuchen, dieses Kabel. Nämlich gerade ist der Akku des Gamepads leer gegangen. So, zweiter USB-Port, wo bist du? So, sehr schön. Dann schmeißen wir mal wieder das Gamepad an. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ja, das kann bei Aufnahmen passieren. Das ist manchmal so. Können wir hier noch irgendwas finden? Aber schön, dass wir hier einfach mal so frei uns bewegen dürfen. Oh, dieser leider nicht bewegende Staub in der Luft, aber an und für sich schön gemacht. Also, dass sie solche Details einarbeiten. Ja gut, für die Bewegung wäre dann wohl noch mehr Rechenleistung erforderlich. Also, und für diese Zeit,
Das muss gelten. Ach, wen hatten wir denn da? Die Katze. Ja? Ja. Moment. Oh Gott. So schnell sind wir wieder im Wunderland, vermute ich. Was geht denn jetzt ab hier? Also diese Passage hat nichts Gutes zu verheißen, denke ich. Wirklich nicht. Ich dachte ja, dass da eventuell noch ein Bosskampf kommt, aber nee, bisher nicht. Aber wir dürfen gespannt sein, was uns hier erwartet. Und das sieht alles sehr, sehr uneinladend aus. Das sieht auch alles sehr organisch aus. Ein bisschen an Tomb Raider 1 erinnert mich das. Wie auch immer sie sich dorthin geportet hat. Das sah gerade richtig genial aus. Oh! Das kennen wir doch, das Kleid. Oho, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ganz weit oben, über dem Wunderland, so wie es aussieht. Das ist ja interessant. Ah, das klingt gerade so traumhaft schön. Ach cool, ein Kettchen als Blasrohr oder so. Wo sind wir jetzt? Karenbrücke. Und ich habe eine Schnauze gehört. Die hört ihr auch, mit Sicherheit. Moment. Muss ich da vielleicht doch nochmal zurück ein bisschen? Ich habe die Schnauze gehört, deswegen Karenbrücke, das ist ja interessant. Nee, ich sehe aber gerade keine Schnauze. Ist sie vielleicht unsichtbar? Verbirgt sich hier irgendwo? Naja, der Pate ist ja noch nicht vorbei, deswegen können wir das ja auch noch schön observieren. Dann nehmen wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Ah, das macht mich wahnsinnig, wenn ich diese Schnauze höre, ich sie aber nicht finde. Ach, na guck einer mal schau. Man muss nur mal ordentlich gucken. So, ratatata, Pfefferpeng. Oh, wir haben noch einen Ass im Ärmel oder so. Alles klar, schön wie das Pfeffer auch hier noch rumliegt. Ach, da kommen wir darüber. Okay. Ja, haben wir auch geschafft. Ja, wie gesagt, das ist wie am Anfang, aber es klingt halt so traumhaft schön und noch so friedlich. Und wir sammeln erstmal die Erinnerung auf, mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Oh, wer wollte sich denn da an wem vergreifen? An Kinder vergreifen, das geht ja mal gar nicht. Also, dann mal hier rüber zum Ass, was wir ja noch im Ärmel haben. Oh, das klingt gerade so schön und friedlich. Zuerst aber mal hier rüber. Okay, dann haben wir soweit alles. Oh, Moment, wir haben doch nicht alles. So, dann gehen wir mal hier rüber. Bleiben mal im Schrumpfsinn ganz kurz. Habe ich schon wieder eine Schnauze gehört? Nee. Moment. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Schnauze gehört. Ah, dass sich das hier auch aufbaut. Ich finde das so wunderschön gemacht. Also, liebe Entwickler, also bei solchen Details, da habt ihr wirklich wunderschöne Arbeit geleistet. Und Kartenschlüsschen. Oh. Hä? Was haben wir denn hier?
hier geht's wohl regulär weiter. Ja doch, ich vermute mal, dass es hier regulär weitergeht, weshalb ich hier das noch aufsuche. Entschuldigt, wenn ich so oft zwischen dem Schrumpfsinn hin und her wechsle, aber irgendwie muss man ja sehen, wo man hier landen kann. So. Ach, okay, da muss ich keinen Skill-Sprung machen, sondern ich muss jetzt hier einfach nur warten. Ein bisschen geduldig sein, dann ist das machbar. Ja, das kann ich ja noch früh genug aufsammeln. Ach so, nee, da muss ich trotzdem irgendwie darüber. Das war jetzt eher Glück. Mehr Glück als Verstand, denke ich mal. So, dann rennen wir mal hier lang. Ah, da können wir noch eine Flasche aufsammeln. Sehr schön. Da muss ich irgendwie auch gekonnt rüber. Okay, geschafft. Na, jetzt packe ich hier noch den Skill aus, obwohl das Spiel noch nicht mal zu 50% geschafft ist. Also vorhin, als ich geschaut habe, als das Spiel gestartet habe, waren es 45% oder so. Oh Gott, Hilfe. So. Und dann können wir hier rüber. In der Hoffnung, dass wir es jetzt auf einmal schaffen. Ja, so gut wie. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal. Dort kommt das gerade. Ach, das ist gerade so beruhigend und entspannend, sage ich euch. So, zwischen all den stressigen Passagen tut einem das doch mal gut. So, ach ja, hier ging die Karten weiter. Da lasse ich auch mal allen in die Karte schauen. Jetzt muss ich aber noch bis zum nächsten Speicherpunkt weiterspielen. Ich weiß, dadurch überziehe ich jetzt ein bisschen. Also, mehr als eine halbe Stunde wird es, aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Und ich meine, das sieht gerade so malerisch aus. Oi, 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 oi. Was war das denn? Ups. Was ist das denn gerade? Das ist ja... Moment. Ich möchte diesen Zahn noch haben. Im Glauben, dass sich das hier noch aufbaut. Eieiei. Alice? Mach keinen Mist. Oh Gott. Das war jetzt wirklich knapp. Aber geschafft. Jetzt sind wir hier bei diesen Kartenschlössen. Oh, ich mache gerade so viele Screenshots auch davon. Also irgendwas brauche ich ja... Okay, liebe Entwickler. Das habt ihr ja schön gemacht. Na gut, dann pfeffern wir dir mal eine. Wo willst du mich noch hinführen, liebes Schnäuzchen? Aha. Dreht sich das? Nee, es bewegt sich einfach nur hin und her. Wie meine Augen. Das macht das Sehen bei mir nur ziemlich schwer. Ach toll, Steffi. Warum musstest du damals sowas schreiben? Die Augen wackeln hin und her, das macht das Sehen ziemlich schwer. Ja, ja, Steffi. Also, die Steffi, mit welcher ich zusammen Diablo 3 gespielt habe. Aufgrund des Zeitmangels muss man das ja erstmal unterbrechen. Aber in Pokémon wird ja noch ein bisschen was kommen. Mit ihr. Oh, jetzt sind wir im Schlösschen. Mal gucken. Okay. Hier in diesem Schlösschen sind wir jetzt angekommen und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Er war ja immerhin mit sehr informativen Szenen untermauert, bestückt, wie auch immer. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Dieser Part wird noch vor Weihnachten kommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen 4. Advent und fröhliche, gesegnete Weihnachten. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns, sagt der verrückte The Francine.